Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute super pünktlich, ohne langen Vorlauf. Ja, ich muss sagen, Christopher, das ist ja irre, schöner Vorspann, den du da hast. Ja, also ich habe ja jetzt für alle Bereiche der Geheimnisakademie einen Trailer gemacht und der Tarotgarten hat diesen bekommen. Ja. Ja, ich Und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich schaue mal ganz kurz, weil ich so kurzfristig war, wer uns denn überhaupt schon zuschaut. Also ich sehe, die Tanja ist online, aber Ja, ansonsten also einige, irgendwie funktioniert gerade die Florian. Anzeige nicht. Aber schauen wir mal, was da passiert. Aber es melden sich einige doch und dann deswegen können wir davon ausgehen, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Ja, genau, du kannst auch nicht sehen, wie viele online sind, ne? Nee, Ich kann kann ich nur jetzt gerade nicht sehen. Kommentare Ich lesen. weiß nicht, warum die Anzeige nicht funktioniert. Wir verlassen uns einfach mal drauf, dass ihr da seid und dass Das ihr ist euch wahrscheinlich, meldet. weil wir in einer protestierenden Republik leben und nicht in einem Herrscherreich. So ist es genau. In der protestierenden Republik. Ja, da sind wir ja schon wieder mitten im Thema. Na? Also der König braucht sein Publikum, so heißt das. Na? Und wenn er sein Publikum nicht sehen kann, was ist er dann? Ist er dann noch König ohne sein Volk? Tja, das Eine schwierige müssen Frage, wir die man da gerade mehr stellt. drüber nachdenken. Ja. Ich habe jetzt hier, wir sind ja heute dabei, uns über den mittlerweile vierten Trumpf des Tarot zu unterhalten. Und der vierte Trumpf, das ist der Herrscher. Ich glaube, da gibt es kaum Zweifel, oder? Gibt es da irgendwie gibt es Tarots, in denen das irgendwie anders ist? Wir haben ja schon öfters mal gehört, dass die Tarot-Leute gerne mal Karten umstellen nach Lust und Laune. Aber der vierte war eigentlich immer der Herrscher, oder? Ihr seid gerade da draußen sehr süß, muss ich sagen. Die Nummer vier ist eigentlich meiner Kenntnis nach immer dem Herrscher zugeordnet, solange es numerologische Zuordnungen gab. Es gab ja auch eine Zeit, wo die einfach keine Bedeutung hatten, glaube ich, so sehr. Und das Einzige, was ein Unterschied ist in manchen Decks, ist, dass es dort nicht Herrscher heißt, sondern Kaiser. Okay. Also Kaiser wäre ja dann, die nachfolgende Karte ist ja dann der Papst. Wir hätten dann sozusagen die weltliche Autorität und die spirituelle Autorität nebeneinander. Übereinander. Also Übereinander. Ah, okay. inzwischen, jetzt in der Ordnung, die jetzt allgemein genutzt wird, haben wir halt ein klassisches patriarchalisches, hierarchisches System, ne? Wir fangen an mit dem niedrigen Volk, Narren, Magier oder halt Hütchenspieler. Dann gehen wir in die, dann kommt die hohe Priesterin, die ja, also wie so eine Art Orakel fungiert für die herrschende Klasse, die Herrscherin und den Herrscher und darüber, über der weltlichen Macht, die durch den Herrscher besonders repräsentiert wird, steht dann der Hohepriester, der halt das göttliche Recht repräsentiert. Also so wie du schon mal gesagt hast, wenn man das so herleitet von diesen Umzügen, von diesen Wägen, dann würde man sagen, erst kommt so das gemeine Volk und dann steigert man sich sozusagen in der Frage der Autorität. Und da ist es gar nicht so sehr nur eine einfache Abfolge, sondern auch eine Darstellung der Hierarchie, von unten nach oben. Und Genau. entsprechend kommt dann der Herrscher vor dem Papst oder der Kaiser vor dem Papst. Und damit wird auch dokumentiert, dass der Kaiser nur von Gottes Gnaden Kaiser ist. Ja. Ganz genau. Ja. Ich habe ein paar Bilder ausgesucht, wo wir dieses Prinzip des Herrschers vielleicht ein bisschen genauer anschauen können oder uns vergegenwärtigen können, gerade auf der symbolischen Ebene. Und im Hintergrund sieht man natürlich den Prototyp eines Herrschers, eines Königs. Und dieser Prototyp, das ist König Artus. Das Ganze gehört natürlich zu einem größeren Bild, einem runden Bild. Das Ganze ist rund. Wir sehen eben oben den König Artus da sitzen in dieser klassischen Thronpose, die wir dann später auch auf der Tarotkarte finden. Natürlich ist König Artus nicht der erste Herrscher, aber er ist, glaube ich, der jetzt vielen von uns
durch Fantasy, Film, Fernsehen und so weiter doch auch sehr geläufig ist als Archetyp des Königs. Ja. Als Archetyp des guten Königs. Des guten Königs, genau. Ja. Sorry, ich bin mir gerade abgelenkt von. Florian, wir versüßen dir den Sonntagmorgen. Total. Wir Also, verzichten darauf, ausgiebig parallel zu frühstücken mit Vollmond, spricht sich's nur gut, aber hau rein. genau, also Artus ist ja wirklich einer der Repräsentanten der guten Könige. Davon gibt es ja einige. Also denken wir an Saturn und das goldene Zeitalter, ne? Oder den Gott, schieß mich tot, Osiris, als Gott der guten Zeit. Und Artus ist natürlich auch eher eine mythische Gestalt, denn eine tatsächliche und somit ein Vorbild dafür, was ein guter Herrscher ist. Wenn man den ganzen Artus-Mythos sich durchliest, dann verwandelt der sich ja auch. Da fängt es ja auch an, eher mit dem Herrschertum. Und dann geht es aber auch in so eine christliche Dimension, die dann mehr sowas mit Hierophanten zu tun hat. Aber Artus ist definitiv ein wichtiger Archetypus für den Herrscher. Ja, und er trägt natürlich auch bereits etwas, was typisch ist für Herrscher, Insignien in seiner Macht in der Hand. Wir sehen natürlich das Schwert, wir sehen die Krone, wir sehen aber auch den Reichsapfel und natürlich der hermelinbesetzte Mantel. Auch die Farbe Rot, die wir hier doch deutlich sehen, die er in seinem Überwurf trägt, die wird uns auch noch begegnen. Über diese einzelnen Insignien können wir uns ja nochmal unterhalten. Es ist so, dass gerade das Kaisertum ja mit bestimmten Insignien immer bestückt war. Dazu gehört natürlich die Krone, dazu gehört ein Schwert und dazu gehört zum Beispiel beim Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen auch noch ein paar andere heilige Gegenstände, die dann oft auch noch mit religiöser Bedeutung aufgeladen sind, wie ein Kreuz selbstverständlich und natürlich der berühmte Speer des Schicksals, der Speer des Longinus. Aber dazu vielleicht an einer anderen Stelle mehr. Schauen wir mal weiter. Es gibt diese Pose natürlich schon sehr viel früher. Wir sehen hier auch wieder einen Herrn auf dem Throne sitzen, auch wieder mit Insignien bestückt. Aber wenn man genau hinschaut, es ist kein König, kein Kaiser, es ist der Gott Jupiter. Und woran erkennen wir, das ist nun auch von einer Wandmalerei, ich tippe mal darauf, dass es aus Pompeji ist, Ich glaube, das ist Pompeji. und wir sehen zu seinen Füßen den Adler. Und der Adler ist ein wichtiges Symboltier des Jupiter und daran können wir ihn eben auch erkennen. Aber dieses auf einem Thron sitzen und über die Welt blicken, das ist etwas, was wir eben von dem Göttervater kennen. Ja, wir haben ja letztes Mal, als wir über die Herrscherin geredet haben, auch schon festgestellt, dass sie teilweise als Juno dargestellt wird. Und auch im Tarot finden wir den Jupiter dargestellt statt des Herrschers oder Kaisers. Wobei ja die astrologische Zuordnung später dann, wie sie vorgenommen wurde, ich tippe mal Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht den Jupiter sieht, sondern ein anderes Zeichen. Aber da kommen wir dann vielleicht noch drauf. Ja, wobei der Jupiter ist dem Rat des Schicksals zugeordnet. Darüber reden wir ja noch. Und da gibt es einige Tarotkarten, die den König Artus oben sitzen haben auf dem Rat des Schicksals. Sie hatte ja auch so einen Traum vor dem Kampf mit Mordred, dass ein König auf einem Rat irgendwie das Rat hinunterfällt oder so. Ich entsinne mich nicht mehr ganz genau. Also da gibt es schon eine gewisse Verbindung. Und vor allen Dingen hat es auch damit zu tun, dass er ja an einer Tafelrunde sitzt und dieses Bild, das ich euch ja vorhin gezeigt habe, so jetzt habe ich auch das richtige Hintergrundbild. Wir saßen die ganze Zeit unter Welt in Esche Yggdrasil. Jetzt sitzen wir Ich wieder habe in mich schon unserem. gewundert, aber ich wollte dich da nicht. Keiner hat es gemerkt, aber wir Doch. sitzen natürlich in unserem Tarotgarten. So. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Ja, also diese Tafelrunde und das Bild, das ich vorhin gezeigt habe, da sitzt er auch oben. Ja, und auch schon ein kleiner Vorgriff. Ich erinnere mich dunkel, dass bei vielen Darstellungen des Rat des Schicksals im Tarot auch oben eine Herrscherfigur zu sehen ist, etwas Meistens Herrschendes. Eselsohren.
Ach, das ist der mit dem Eselsohren. Ah, okay. Da kommen wir dann noch drauf. Das wird sicherlich sehr spannend. Denn im Rat des Schicksals dreht es sich ja. Ne? Also da ist man nicht einfach König, sondern man ist halt nur König auf Zeit. Und so ist das ja auch mit dem Herrschenden. Wenn sie von Gottes Gnaden sind, irgendjemand muss sie eingesetzt haben. Ja? Sie nicht ewig Ja, oder herrschen. man hat sich die Macht einfach man hat die Macht einfach an sich gerissen, wie das hier Jupiter getan hat, der in der perfekten James Bond Pose hier dargestellt wird, wie ich finde. Ja, da überlegt man sich, ist das, wir haben es vorhin schon, haben wir ein bisschen gewitzelt, ist das politisch korrekt, was wir euch jetzt hier anbieten? Und Das naja, ist gut. kein alter weißer Mann, sondern ein junger weißer Mann, Das von ist daher. relativ jung, war relativ jung, würde ich mal sagen. Also er hat ja schon eine ordentliche Mähne auf dem Kopf und einen Ja, Bart im aber Gesicht, dunkelhaarig immer aber noch. dunkelhaarig. In jedem Fall, er wird durchaus als auch hier wieder sitzend natürlich dargestellt, ein Privileg des Göttervaters. Die anderen Götter wurden in der Regel nicht sitzend dargestellt. Denn es ist interessant, sitzende Darstellung in der griechischen Antike hat zwei Bedeutungen. Eine sitzende Darstellung, wenn sonst jemand sitzend dargestellt wird, dann könnte es auch als Schwäche ausgedeutet werden. Wenn es aber ein Gott ist, der sitzend dargestellt wird, dann ist es das Symbol der Herrschaft. Wir finden sonst kaum in der Antike Darstellungen von anderen Göttern, die sitzen. Also das ist ein Privileg des Zeus. Und insofern ist natürlich diese jetzt hier eine relativ junge Darstellung. Ich tippe mal Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wird das eben aufgegriffen. Ich finde irgendwie ganz interessant, dass er so auf einem Wolkenthron so leger lehnt. Aber was ist das Herrschaftliche am Sitzen? Ja, das ist eine interessante Frage. Also, dass Herrscher sitzend dargestellt werden, das kennen wir durch die Zeiten. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht aus ja, Ägypten. Es ist Ramses II., wenn mich nicht alles täuscht, der hier abgebildet ist. Und wir sehen schon hier der Pharao, der natürlich auch hin und wieder, wenn er in Aktion tritt, zum Beispiel auf Papyri dargestellt wird, wenn er gerade in den Krieg zieht, sitzt er natürlich nicht. Aber wenn er in seiner Herrschaftspose abgebildet ist, dann haben wir ihn immer sitzend. Auch mit den Insignien natürlich entsprechend in der Hand. Und ja, warum sitzend? Zu sitzen ist vielleicht auf der einen Seite eben ein Hinweis darauf, ich habe es nicht nötig zu gehen. Das könnte ein ganz einfacher Punkt sein. Also ich sitze bequem, während alle anderen stehen müssen. Das ist ja auch im Unterschied gedacht. Ne? Denkt an den klischeehaften Thronsaal, den ihr aus vielen Filmen kennt. Da haben wir den Thronsaal, da sitzt dann der Herrscher und alle drumherum stehen. Die einzigen, die vielleicht noch sitzen dürfen, das ist neben ihm seine Gemahlin und dann vielleicht noch der Thronfolger, aber ansonsten ist der Thronsaal nur von Stehenden umgeben. Und das Interessante ist ja, dass wir eigentlich sagen, zu stehen, da bin ich ja eigentlich höher als der Sitzende. Ja, also normalerweise, wenn wir um den Tisch rum sitzen und jemand steht neben uns, ist er höher. Deswegen muss der Thron wiederum erhöht sein. Und deswegen haben wir immer noch sozusagen meistens noch ein paar Treppenstufen, die wir hinaufgehen, um dann auf den eigentlichen Thron zu kommen. Und Ja, es ja. ist vielleicht auch, ja, Entschuldigung, ich denke auch noch gerade über das Sitzen nach. Vielleicht hat es auch was von einer Nonchalance. Also, ich bin hier ganz lässig und muss auch nicht demonstrieren, dass ich jetzt hier jederzeit in den Angriff gehen kann oder so, sondern ich sitze hier bequem, entspannt, während ihr anderen in irgendeiner Weise in der Anspannung seid. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Tatsächlich habe ich jetzt eben noch mal, bevor wir online gegangen sind, nachgedacht über Denkmäler. Weil die Reiterdenkmäler waren ja eigentlich früher immer hauptsächlich den Herrschern zugeordnet, aber es gab dann auch einige sitzende Herrscher. Du hast zum Beispiel in München vor der Oper, ne, habt ihr dieses Standbild, wo ein Herrscher sitzt. Es ist Maximilian irgendwas, ne? Max der Erste Josef. Genau. Und mir ist dann auch eingefallen, dieses sitzende Bild von Lincoln. Oder von Benjamin Franklin. Also das hat schon was sehr Mächtiges. Da. Und ich denke jetzt auch gerade an nicht nur an den Herrscher und die Herrscherin, die ja beide sitzen, oder der Hohepriester, sondern auch an die ganzen Hofkarten, die Königinnen und Könige, die so sitzen und in irgendeiner Weise dadurch eine Lässigkeit ausstrahlen, die wir vielleicht gar nicht haben, wenn wir die Karte ziehen.
Für mich ist es so, dass man natürlich das Sitzen des Herrschers nicht von der Thematik des Throns trennen kann. Das macht auch einen Unterschied. Ein anderer muss sitzen, weil er vielleicht eine Pause macht oder weil er vielleicht irgendwie eine Arbeit verrichten muss, die man im Sitzen tätigt. Aber der Herrscher sitzt eben nicht auf irgendeinem Stuhl, sondern er sitzt auf dem Thron. Und der Thron ist gewissermaßen eine Art, ja, ist heilig. Er wird ja in der Bibel bereits, Salomons Thron wird ja ausführlich beschrieben. Hier sitze ich quasi auf einem Ort oder einem Punkt, an dem ich auch mit einer höheren Kraft in Verbindung stehe. Nicht umsonst ist ja die Intronisation der Inbegriff, oder ein ganz, ist praktisch parallel mit Krönung einzusetzen. Jemanden intronisieren heißt, ihn auf eine bestimmte Stelle zu setzen, von der aus er seine Macht ausübt. Ich denke auch dran, an den Kaiser von China zum Beispiel, der fällt mir jetzt gerade ein, der auch immer thronte in der Mitte seines Palastes, der sich nach allen Himmelsrichtungen ausdehnt. Man ist im Mittelpunkt der Welt und dort herrscht nun mal auch nicht rege Betriebsamkeit, sondern da bin ich sesshaft, wie Florian jetzt hier gerade schreibt. Ich bin in der Mitte, weil ich vielleicht dann auch besonders gut angeschlossen bin mit dem Oben und dem Unten zwischen Himmel und Erde. Also jetzt mal so ein Gedanke, den ich mal hineingebe. Also ich bin ja auch ein Instrument der Macht dadurch. Ja, interessant. Ja, weitere sitzende Herrscher, das geht durch die Geschichte hindurch. Haben wir hier Augustus sitzen, der auch noch Insignien trägt. Er hat ja eine Art Lanze in der Hand. Und natürlich eine Kugel. Und diese Kugel, die finde ich ganz spannend, denn diese Kugel, die taucht später auch immer wieder auf. Die steht für die Weltherrschaft. Das ist die Weltkugel. Und natürlich, Ja. Also klar, das sind so, ich weiß nicht, ob wir, also mir, was mir jetzt als Einziges noch einfällt, ist wieder die Verbindung zum Rad des Schicksals, ne? Was wir auch wieder mit einer Kugel zu tun haben und dem Drehen des Universums. Aber prinzipiell ist es klar, ne? So eine Kugel symbolisiert halt die Welt. Ganz blöde Frage, die Römer wussten schon, dass die Welt rund ist. Ja. Ich hab gerade überlegt. ja, das war schon in der griechischen Antike bekannt. Aber zu Zeiten des Mittelalters war es noch mal ein Streitfall, oder? Ja, also es gibt dann so Phasen im Mittelalter, wo man sich nicht mehr so richtig erinnert hat, aber mit der Renaissance spätestens kommt das Wissen auch wieder zurück. Ja. Ja, okay, gut. Naja, in jedem Fall, also auch da wir da, auch hier sehen wir so eine gewisse Nonchalance. Er sitzt jetzt nicht da wie der starre Pharao, hätte ich jetzt fast gesagt, der starre Pharao, sondern er hat auch eine gewisse Lässigkeit. Ja. Und ich finde, diese Lässigkeit, die kommt dann später in Tarotkarten, zumindest in manchen Darstellungen, auch wieder durch. Hier sehen wir noch einmal, wir gehen jetzt ein bisschen zeitlich vorwärts, nur damit ihr seht, wie lange man gerne gesessen hat, um den Herrscher darzustellen. Hier sehen wir Konrad, den Kaiser Konrad, den Salierkönig, Salierkaiser, muss ich natürlich sagen. Er trägt natürlich auch die Kaiserkrone, er trägt die Insignien und er weist auf seinen Stammbaum hin. Aber sitzend ist auch hier wiederum das Nonplusultra im Mittelalter darzustellen. Ja, und dann gibt es einen Bruch. Auf einmal will der Herrscher nicht mehr auf seinem Thron sitzen, sondern er steht auf. Und wir sehen hier Ludwig, den 14., Louis XIV., den Sonnenkönig, wie er hier selbstverständlich auf einem, ja, darf man es sagen, auf einem Stock sich stützend. Eigentlich stützt er sich nicht. Der Stab hat schon wieder eine Bedeutung. Ne? Es ist wie das Zepter. Also so ganz kess seine Strumpfhosen, bewehrten Beine zeigt und seine hübschen Pantöffelchen. Aber hinter ihm sieht man noch den Thron, er ist also quasi aufgestanden. Ja, was sagen wir denn dazu? Warum stehen die Herrscher auf einmal auf? Tja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das Einzige, was mir jetzt zu Ludwig dem 14. einfällt, ist, dass er ja das Königstum schon revolutioniert hat, indem er unter anderem seinen Hauptregierungssitz verlegt hat von Paris nach Versailles.
praktisch die Leute gezwungen hat, zu ihm zu kommen, den ganzen Adel festgehalten hat in Versailles, sodass die nicht gegen ihn Aufstände fahren konnten. Und ich würde jetzt diese Geste vielleicht als eine der, ich bewege etwas, ich revolutioniere etwas deuten. Vielleicht geht es aber auch nur darum, seine coolen Kleidungsstücke zu präsentieren, weil er ja doch ein starkes modisches Bewusstsein hatte. Mir schwebt jetzt gerade auch das Bild eines anderen Ludwigs vor, Ludwig II. Von Bayern, der sich sehr gerne in dieser herrschaftlichen, stehenden Pose dargestellt hat. Der, ja, glaube ich, auch ein bisschen eitel war. Bei den bayerischen Königen muss man ja immer sagen, die haben sich ja nie im Krönungsornat abbilden lassen. Also die Krone lag, wenn dann, überhaupt irgendwo daneben. Man hat also nie die Krone aufgesetzt, weil ja das Königtum, das bayerische, ja von nicht von Gottes Gnaden, sondern eigentlich von Napoleons Gnaden kam. Und so fühlte man sich so ein bisschen der Demut verpflichtet. Man hat also keine Krone aufgesetzt. Und du hast ja vorhin Max den Ersten Josef sitzend vor der Oper in München erwähnt. Max der Erste Josef hat ja diese Pläne schon vorher gesehen. Er hat ja, man hat ihm das ja vorher gezeigt, wie er denn dann später mal als Statue verewigt werden soll. Und er war völlig unzufrieden sitzend dargestellt, so wenn er gesagt, das möchte er nicht. Er möchte also irgendwie stehend oder mindestens auf einem Pferd reitend abgebildet werden. Das wäre doch herrschaftlich, aber doch nicht auf einem Thron sitzen, wie auf einem Kakatoyo, so hat er es wörtlich genannt. Und ihr ahnt, was er damit meinte. Ja, das war auch die Konvention. Hier in Hamburg haben wir ja lange das Reiterstandbild von Friedrich Wilhelm dem Ersten auf dem Rathausmarkt gehabt, was auch ein Reiterstandbild war, weil es halt die Konvention war. Ja, also man merkt irgendwie, Herrscher und sitzend, das wurde dann irgendwann mit Passivität vielleicht in Verbindung gebracht, mit es geschehen lassen und vielleicht auch zu sehr mit dem Bild des Thrones, der die Verbindung als heiliger Stuhl, jetzt meine ich jetzt nicht den heiligen Stuhl in Rom, aber als heiliges Sitzmöbel, auch immer wieder auf Gottes Gnaden verweist. Also immer wieder auch, es gibt vielleicht eine Instanz, die, finde ich gut. Und die mich zum Sitzen bringt. Ja, also da, vor der ich auch sitzen muss. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Herrscher, wir sind ja mit Louis XIV ja auch auf dem Weg in das aufklärerische Zeitalter, könnte ich mir gut vorstellen, dass man ein anderes Verständnis von Herrschaft gefunden hat. Denken wir an Game of Thrones, ne? Mhm. Nur wer den Thron hat, hat die Macht. So ist es, ja. Und so, er kann halt mächtig sein, ohne auf diesen Thron zu sitzen. Er kann darauf verzichten, weil er aus sich heraus regiert. Ja, finde ich einen guten Gedanken. Also er braucht auch diesen Ort nicht mehr, diesen bestimmten. Interessant, dass du sagst, bei Louis XIV, er verlegt einfach ganz bewusst den Regierungssitz von Paris nach Versailles. Das heißt, er sagt, ich brauche diesen heiligen Ort, an dem ursprünglich die Intronisation stattfindet, nicht mehr. Ich bin König, weil ich König bin. Genau. Und ich erinnere mich an den Thron. L'état c'est moi, sagte er ja auch. L'état c'est moi, sagte er, genau, ich bin der Staat. Und da ist so eine Gleichsetzung auch mit dem göttlichen Prinzip irgendwie da. Fast was Heretisches. Ja. Das wurde ihm ja auch oft so ausgelegt. Und ich erinnere mich an den Thron, auf dem die Königin und die Könige von England sitzen. Das ist ja auch ein bestimmter Thron, unter dem ein bestimmter Stein liegt. Das fällt mir jetzt gerade ein. Der Stein der Macht. Der Stein der Macht, da ist wirklich so eine Art Relikt drunter. Der sitzt da drunter und den haben die Engländer von den Iren geklaut, angeblich. Die Iren hatten ursprünglich. Die haben ja auch so einen Krönungsstein, der steht in Tara, auf den Hügeln von Tara, in der Mitte von Irland. So in der gedachten Mitte. Und es hieß immer, König kann nur derjenige sein, der im Sprung diesen Stein mit seinem Fuße berührt und dann würde der Stein anfangen zu schreien. Und wenn er schreit, der Stein, dann weiß man, es ist der König, der Wahre. Oje. Und diesen Stein soll nun, diesen Stein sollen sich die Engländer nun gekrallt haben. Und der soll unter dem Thron der Königin liegen. Heißt alles es. Alles klar. So, wir gehen mal weiter und gehen mal in das, weswegen ihr alle hier seid. Ihr wollt ja nicht über die Herrschaft an sich philosophieren, sondern ihr wollt was über den Tarot erfahren. Und ich habe natürlich die letzte Tarotkarte noch einmal dazugebracht und die aktuelle im Marseille Tarot, damit wir ein bisschen vergleichen können. Und ich finde, da sind schon ziemlich viele Unterschiede zu erkennen,
die ich ganz interessant finde. Ja, also wir sehen ja, dass gerade bei der Herrscherin, über die wir letztes Mal geredet haben, der Thron viel stärker betont wird. Und sie hat ja quasi auch noch so Engelsflügelchen durch diesen Thron. Sie sitzt frontal auf uns gerichtet und scheint mit uns auch in den Dialog zu gehen in irgendeiner Form. Während der Herrscher hat eigentlich nicht so einen richtigen Thron, immer den sieht man kaum, den Thron. Also man sieht, dass er sitzt, aber er hat sowas von, pff, ist mir doch wurscht, was ihr da denkt, guckt in die andere Richtung, ist auf sein Instrument der Macht mit dem Blick gerichtet, hat überkreuzte Beine, auch nochmal eine legere Haltung, die man eigentlich nur einnimmt, wenn man jetzt nicht gerade in einem repräsentativen Rahmen unterwegs ist. Und er hat den Adler, den die Königin oder Herrscherin festhält, sehr bewusst direkt vor sich so aufgestellt als Zeichen der Macht. Also das ist schon ein großer Unterschied, wie die beiden sich generieren. Ich finde vor allen Dingen auch eben bezeichnend, dass der Herrscher uns nicht anschaut. Ich meine, man könnte auch der Herrscherin unterstellen, sie hat so einen indirekten Blick, aber sie ist uns zumindest zugewandt. Ja. Und wir hatten ja letztes Mal auch ihr Szepter, das lehnt so ein bisschen zur Seite, so als ob es eigentlich gar nicht das Wichtigste ist. Während wir beim Herrscher diesen Blick auf das Szepter haben, es ist ja im Grunde genommen das gleiche Szepter, farblich ein bisschen unterschiedlich, aber es stellt wieder die Weltkugel dar mit dem Kreuz darauf. Und da sehen wir auch zum Beispiel, sie hält ja das Wappen in der Hand, bei ihm lehnt es irgendwo da, unten. Ja, das wäre jetzt mal so noch so etwas, was ich, also vielleicht könnte man sagen, die Herrscherin herrscht aus einem Selbstverständnis heraus, sie muss es nicht zwingend demonstrieren, aber der Herrscher verweist mit seinem Blick ja auch auf die Bedeutsamkeit seiner Insignien hin. So würde ich das interpretieren für mich. Pascal fragt, ob die überkreuzten Beine eine Parallele zum Gehängten darstellen. Also natürlich kann man diese Parallele sehen. Es gibt aber andere Darstellungen, wie zum Beispiel im Waitsmith-Tarot, was wir uns auch gleich nochmal angucken werden, wo das nicht gegeben ist. Und ich denke, das ist dann immer den Malern des Tarots überlassen, ob sie da eine Parallele ziehen wollen oder nicht. Was ich noch wichtig finde oder warum das vielleicht so sein könnte, dass die beiden so dargestellt sind, wir haben letztes Mal bei der Herrscherin festgestellt, sie repräsentiert die natürliche Regentschaft, also die Regentschaft der Natur, das Fließen lassen, das Nährende, was uns auch zugewandt ist. Sie repräsentiert das, die Geburt des Lebens und ja, halt das Aufziehen, das Fürsorgliche. Deswegen guckt sie uns vielleicht an und der Herrscher, der repräsentiert sehr oft die Gesetze der Familie. Also das klassische, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich will. Also er muss da nicht auf, er muss nicht dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht. Dafür ist die Herrscherin zuständig, sondern er ist dafür zuständig, dass von außen her nicht angegriffen wird, dass das System in sich funktioniert. Das ist zum Beispiel eine Bedeutung des Herrschers. Und er ist halt nicht daran interessiert, wie es dir jetzt gerade geht, sondern eher, dass du den Raum hast, zu wirken, wie du wirken möchtest. Könnte man sagen, dass die Herrscherin die Naturgesetze eher verkörpert und der Herrscher die weltlichen Gesetze, die menschengemachten Gesetze? Ja, also das sehen wir später auch nochmal bei Wade. Ganz klar ist der Herrscher die Zivilisation und die Herrscherin das natürliche, ja, die Natur. Könnte auch sagen, Natur und Kultur im engsten Sinne des Wortes. Was mir noch Ja. auffällt an der Stelle ist, dass die Herrscherin ja die Beine gewissermaßen ausgebreitet hat, geöffnet hat und der Herrscher verschließt sich sozusagen. Ja. Ich mache jetzt schon automatisch diese Geste, wie wir sie auch von den Pharaonen kennen. Ja. Die haben ja dann oft ihre Insignien in der Hand. Was könnte das eigentlich bedeuten, dass ich sozusagen als Herrscher eigentlich eine verschließende Geste machen muss? Das stelle ich mir jetzt gerade als Also Frage. der Herrscher muss auch gewisse Opfer bringen, um zu regieren. Also er muss sich selbst
zum Beispiel wieder Ludwig den 14. nehmen, der musste sich ja selbst einem strengen Reglement unterziehen, um die Macht zu haben. Er ist sehr in Konventionen verstrickt und Regeln, während die Herrscherin mehr eine Freiheit genießt. Und da, das ist halt was ich muss mich eng machen, würde ich so interpretieren. Ich muss mich eng machen, aber vielleicht auch, indem ich mich eng mache, öffne ich meinen Blick und bekomme eine größere Übersicht. Also das ist auch das, was ich an diesem Blick des Herrschers positiv finde, ist, er scheint über sein Land, also über sein Szepter hinweg auch zu blicken. So, und dadurch, man sieht ja auch, unten wächst ja so ein bisschen was. Er scheint ein bisschen über dem, ist ein bisschen so Landstücke zu sehen, er scheint über dem ein bisschen zu schweben. Er hat den Überblick, aber vielleicht braucht es eben ein Opfer dafür. Also wenn ich wie die Herrscherin so eingebunden in den allen, bin ich auch ganz stark identifiziert und ich Ja, bin warum ist die Herrscherin assoziiert. mit geöffneten Beinen da? Ihre einzige Funktion war es, früher Kinder zu gebären. Was Ja, das anderes ist hatte sie jetzt nicht zu tun. sehr prosaisch, War das jetzt Kirsten. aber so? Und der Herrscher, der hatte halt andere Funktionen noch, die über das hinausgehen. Und es ist schon wichtig, sich auch die Beziehung von Herrscherin und Herrscher zu betrachten in den Tarots. Wenn man die nebeneinander liegt, wie gehen die in den Dialog, schauen die sich an? Hier sehen wir, der Herrscher schaut die Herrscherin an, aber die Herrscherin schaut den Herrscher nicht an. Auch nochmal einen Blick in die Antike. Die Herrscherin, die ja gerne mit Aphrodite auch in Verbindung gebracht wird oder mit Hera, je nachdem. Diese Liebesgöttin bekommt ja einen wahnsinnig gestrengen Ehemann an die Seite gestellt, den Hephaistos im Griechischen. Und der ist auch noch der hässlichste von allen, aber er gibt ihr eine gewisse Struktur, aufgrund der sie dann machen kann, was sie will. So könnten wir es umsetzen. Und er hat dafür halt eine attraktive Frau, wie das im wahren Leben halt auch noch so ist. Findest du? Ja, Germany's Next Topmodel, sag ich nur. Da steige ich dann offiziell aus. Pascal schreibt noch, er schließt den Kreis und so wie die Royals, ich weiß nicht, ob Pascal die beiden Sätze sich aufeinander beziehen, er schließt den Kreis. Aber Und er bei den. meinte das mit den Konventionen. Ah, okay, genau, ja, Ja, also mir genau fällt's in ein. dieser Richtung, Pascal. Ich habe jetzt noch mal zwei Dinge, die ich da drüber lege. Und zwar zwei Symbole, die aus der Alchemie stammen und die man, wenn man will, in der Körperhaltung der beiden Figuren sehen kann. Und das eine ist das Symbol für Sal, also das würden wir mit Salz übersetzen. Und das andere ist das Symbol für Sulfur, den Schwefel. Und ja, man kann, wenn man will, und später wurde das auch gewollt, in der Herrscherin tatsächlich das alchemistische Sal, das feste Prinzip, das für Beständigkeit, für Irdisches steht, für das Unbrennbare, das Beständige, das sich eben nicht transformieren müssende steht, während der Herrscher steht für Sulfur, das ist das feurige Prinzip, das Brennbare, das Auflösende, ja, für Feuer kann man ganz allgemein sagen, steht. Es gibt noch ein drittes Prinzip, dann haben wir die drei philosophischen Prinzipien der Alchemie zusammen. Das wäre das Merkurius, das flüssige Prinzip, das jetzt hier mal außen vor gelassen wird und zu tief möchte ich da auch nicht reinsteigen. Aber die Körperhaltungen ähneln dem ein bisschen, ne? Der Herrscher bildet so mit seinen Armen und seinem Kopf das Dreieck, die gekreuzten Beine das Kreuz und die Herrscherin mit den beiden Armen, die sie so hält, könnte man auch und dann mit dem Gürtel auch das Saalsymbol sehen. Aber wir haben uns am Anfang schon darüber unterhalten, Kirsten, dass wir verraten, diese Zuordnungen sind dir natürlich klar, aber ob die bei Marseille Tarot schon eine Rolle gespielt haben bei der Darstellung, ist nicht sicher, oder? Dann müsstest du jetzt den Gegenbeweis noch antreten und auf den Magier das Merkurzeichen malen können und dann würden wir mehr wissen. Dann würden wir mehr wissen. Das werden wir bei einer anderen Gelegenheit mal tun. In jedem Fall ist es, wenn zufällig, dann doch interessant zufällig. Und manch ein Tarot-Interpret späterer Natur, der hat das dann auch ernst genommen, wie wir gleich sehen werden. Ganz Ich genau. hab nämlich hier mal den berüchtigten, das berüchtigte Tarot nach Aleister Crowley, die beiden Darstellungen. Und der hat sich
ganz sicher an diesen beiden Symbolen für Sulfur und Saal orientiert und hat die Körperhaltung entsprechend noch deutlicher angepasst. Ja, und wir sehen in dem Zusammenhang, dass der Herrscher eine perfekte Osterkarte ist. Ja, wir sehen nämlich das Lamm Gottes dort abgebildet auf dieser Karte. Ein Lamm, das ist ja nichts anderes als ein weiblicher Widder. Und die Karte ist, oder kann auch ein männlicher Widder sein. Ja, ist einfach nur ein Kind. Ein Kind, genau, entschuldige, Schaf. Alle Widder sind auch Schafe, müsst ihr euch mal vergegenwärtigen. Da sehen wir zum ersten Mal, dass der Herrscher astrologisch dem Widder zugeordnet ist. Und das zeigt Crawley auch sehr, sehr stark in seiner Karte. Ne? Auch im Hintergrund sehen wir Widderköpfe und überhaupt dieses feuerrote, frühlingshafte kommt hier sehr stark durch. Und wir können auch sehr schön sehen, dass all die Bilder, die Christopher gezeigt hat von Jupiter und wer war es nicht, Marc Aurel, sondern Augustus, die wirken da ziemlich nach, und dem gegenübergestellt ist halt dieses bläuliche, Herzchakra-qualitäthafte der Herrscherin, und die sind aber hier wirklich sehr stark in Verbindung gezeigt. Ne? Die sehen sich an, die sind im Kontakt, und da sieht man, wie das diese Gegensätze sich anziehen, sozusagen, sehr schön auf diesen beiden Karten. Ihr habt hoffentlich bemerkt, dass ich mit meiner Kleidung heute dem auch Rechenschaft tragen wollte. Kirsten hatte letztes Mal ja eine Krone auf. Ich verfüge über keine Krone. Ich gebe da ganz wie die bayerischen Könige konform. Die Krone gehört aufs Nachtkästchen und nicht auf den Kopf. Aber in den Farben habe ich mich natürlich jetzt hier mit angepasst. Orange und Rot, dieses feurig flammende, was auch im Sulfur-Element, dem feurigen Element der Alchemie, zu finden ist. Das ist natürlich dann auch hier bei Crawley ganz extrem. Also Freda Harris ist natürlich die ausführende Künstlerin an dieser Stelle. Ja, auch das sollte nochmal. Wir sehen den Herrscher auch noch verbunden mit den Sonneninsignien. Mhm. Wir hatten gesehen, bei der Herrscherin haben wir die beiden Lehnen des Throns, werden als Monde dargestellt, abnehmender, zunehmender Mond. Und beim Herrscher jetzt der Thron auf einer Ebene, eben keine Launenhaftigkeit, keine Wechselhaftigkeit, sondern eine Stringenz. Und da sehen wir zweimal die Sonne, und die Sonne ist ja im Widder erhöht, also auch hier wieder eine starke astrologische Verbindung. Interessant übrigens die Verbindung mit dem Opferlamm, weil wir ja vorhin auch gesprochen haben, der Herrscher muss was opfern, muss sein Blut vergießen. Es gibt ja viele Beispiele von Herrschern, die ja immer intakt sein müssen. Und sobald sie zum Beispiel ein Körperteil verloren haben oder irgendeine Krankheit hatten, dann wurden sie oft auch zurückgestuft oder wurden als Herrscher abgelehnt. Also, aber andererseits gibt es wiederum viele Geschichten, wo Herrscher durch eine mutige Tat etwas geopfert haben, und dadurch, dann musste das Körperteil ersetzt werden. Zum Beispiel in der irischen Mythologie haben wir den Nuerta, der hat dann einen Arm verloren im Kampf, und dann musste ihm ein silberner Arm nachgeschmiedet werden, und dieser silberne Arm hat ihn dann wieder in die Insignien, hat ihn wieder zum König gemacht. Also da gibt es dieses Thema Opferung oder Opfern, scheint beim Herrscher drin zu sein. Er muss einen Teil seiner Persönlichkeit opfern, um herrschen zu können. Er gehört nicht mehr sich selbst. Haben wir aber auch bei der Herrscherin, da hatte ich ja auf diesen Pelikan verwiesen, genau, der seine Kinder mit dem eigenen Blut ernähren soll angeblich. Und das ist Herrschen hat halt auch immer was mit sich selbst zurücknehmen, wenn man ein guter Herrscher ist und ein Diener dessen zu sein, was man zu regieren hat. Ja. Hier aus dem Tarot, dessen Namen du sicherlich gleich nochmal erwähnen wirst, weil ich es mir nie merken kann. Also beides sind zwei verschiedene Tarots, beides von Robert M. Place, und es sind zwei Versionen seines Alchemical Tarot. Ich finde es interessant, weil er also erstens die alchemistischen Bezüge ja in seinen beiden Tarots sehr, sehr deutlich herausarbeitet. Einmal entscheidet er sich für die jupiterhafte Darstellung. Ne? Wir sehen wieder den Adler des Jupiter. Wir sehen ihn diesmal aber stehend. Also auch hier ist, glaube ich, auch wenn wir die Zuordnung zur Luft und zum Wassermann sehen,
geht er noch mal einen eigenen Weg, ja, den er da geht. Und ich denke, da geht er ganz klar in die alchemistische Tradition, in der die alchemistischen Prinzipien oder die Elemente immer auch beweglich sind, ja, wenn sie nicht Saal sind. Also, ja, wobei die Erde, die Herrscherin natürlich auch mit Erde assoziiert wird. Und wenn man Percy Jackson gelesen hat und auch sonst, weiß man ja, dass Jupiter ein Luftgott ist, der eben nicht umsonst seinen Sitz im Olymp hat, weil er mit Luft, Wind und Feuer, Thunder, Donner agiert. Also vielleicht ist das auch eine Anspielung darauf. Ja, ansonsten hätte ich jetzt den Herrscher mit Wassermann wenig in Verbindung gebracht, ehrlich gesagt. Ja, finde ich jetzt auch nicht so passend. Aber gut, der Künstler hat sich was dabei gedacht. Beim Red King gehe ich eher konform. Der Rote König ist ja eine alchemistische Bezeichnung. Wir haben ja die Weiße Königin und den Roten König. Weiße Königin hatten wir letztes Mal bei der Herrscherin. Und hier sehr schön mit rotem Bart. Da denken wir natürlich sofort an Friedrich Barbarossa. Und wir sehen dort den Fleur-de-Lis, der auf seiner Krone zu sehen ist, mit Diamanten besetzt. Alles Insignien der Macht und Zeichen der Herrschaft. Und der Rote König steht letztendlich für die eine Hälfte der Polarität. Rot und Weiß sind die beiden Pole in der Alchemie, die für Sonne und Mond zum Beispiel auch stehen. Ja, noch ein kurzer Vergleich. Crowley mit dem... Ich bin nicht sicher, aber Kirsten wird es mir gleich verraten, inwieweit die auseinanderliegen zeitlich, die beiden Tarots. So weit dürfte das nicht sein. Doch, das ist schon eine ganze Zeit. Also der Crowley-Tarot entstand zwischen den Jahren 1938 und 1944, wenn ich mich richtig entsinne, und ist also während des Zweiten Weltkrieges gemalt worden. Das ist auch eine Energie, die man in den Karten spüren kann, wie ich finde. Und nicht so sehr, dass es schwarzmagisch ist. Die Frau hatte einfach auch an schweren Depressionen während des Krieges gelitten, die Frieda Harris. Und der Waite-Tarot, der entstand 1909, also er wurde Ende 1909 veröffentlicht, manche sagen 1910, weil wenn man am Ende des Jahres ein Buch veröffentlicht, dann rutscht es oft ins nächste Jahr hinein. Und das war vor den Kriegen, Belle Époque-Zeit, und das hat eine ganz andere Energie. Also es ist schon ein großer Unterschied, und veröffentlicht richtig wurde der Crowley ja erst in den 60er Jahren. Und wohl kam dann schnell mit LSD und Hippie-Bewegung in Verbindung, hat ihm auch nicht so gut getan. Und Crowley war halt da schon, ich meine, Waite war da schon lange unterwegs. Und wir sehen auch hier eine ganz andere Darstellung. Hier kommen wir zurück auf, wir kommen eigentlich gar nicht zurück. Hier, ich denke, dass Waite hier sehr klar auf das anspielt, was sein ganzes Konzept ist. Wir haben gleich danach ja den Hohepriester, mit dem er hier sehr gleich zieht von der Darstellung her, oder mit der Gerechtigkeit, die wir später noch kennenlernen werden. Das sind alles Figuren, da geht es immer darum, gerade zu sitzen. Und ich glaube, dass das Waite-Tarot sehr stark darauf setzt, dass die Figuren, wie auch die Herrscherin oder die Hohepriesterin, die auch so da sitzt, oder der Magier, die schauen dich immer direkt an und fragen dich, wer bist du, was willst du von mir? Und dadurch, dass uns dieser Herrscher jetzt hier so anschaut, bekommt er gleich eine ganz andere Dynamik. Ne? Also der geht mit uns direkt in Kontakt. Man fragt sich jetzt, was hat der mit dem Widder zu tun, dieser alte Herrscher? Er sieht ja wirklich eher aus wie ein alter Mann, denn ein junger Mann. Ich finde es sehr klug, was die Lilo Schwarz dazu gesagt hat. Das ist mir erst dann auch aufgegangen, als sie das mal wo geschrieben hat. Wenn man sich diesen Herrscher genau anguckt, dann hat er ein jugendliches Gesicht, rote Wänglein. Aber er hat halt diesen langen weißen Bart. Und ich glaube, der steht dafür, dass dieser Mensch schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen muss. Aber sowohl Waite als auch Crowley haben diesen roten Hintergrund. Bei Waite ist es fast ein Orange, das sonst auf keiner anderen Karte auftaucht im Tarot. Und ich persönlich glaube, da sie auch dem Widder zugeordnet ist, also dem ersten Tierkreiszeichen, dass diese Karte die goldene Morgenröte symbolisiert, der Orden, in dem diese Karten entstanden sind, der Golden Dawn. Also es geht hier darum, in irgendeiner Weise etwas aufzubauen. Und wir sehen ja im Hintergrund bei der Waite-Karte, da haben wir diese
Berge. Der Herrscher sitzt schon auf einem gemeißelten Thron, der ihn aber sehr einengt, mit Widderköpfen dran. Und seine Aufgabe scheint es zu sein, aus diesem, das, was er platt gemacht hat von der Natur der Herrscherin, das ist jetzt ja alles zerstört, ja, klassisches Zivilisationssyndrom, jetzt etwas Kulturmäßiges oder Zivilisatorisches aufzubauen. Und das sehen wir dann später in einer anderen Karte, wie das gelungen ist. Ich finde, woran es mich erinnert ist, weil er ja auch die typische Kaiserkrone auf hat, nämlich die, die wir heute noch in der Hofburg in Wien finden werden, nämlich die Krone des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Er hat das Ankh-Symbol als Zepter, also das ägyptische Symbol des Lebens. Und er erinnert mich mit seiner Kaiserkrone, seinem weißen Bart und so wie er auf einem steinernen Thron sitzt an einen Mythos, nämlich den Mythos von Kaiser Karl, der im Untersberg sitzt und darauf wartet, auf seinem steinernen Thron, irgendwann, wenn die Menschheit ihn wieder braucht, aus dem Untersberg, wahlweise natürlich auch aus dem Kyffhäuser, auch da kennen wir es eher mit Friedrich Barbarossa in Verbindung gebracht. Irgendein Kaiser, der irgendwo entrückt in irgendeinem Berg sitzt, also als Thema und nur darauf wartet, wieder gerufen zu werden. Und das kennen wir von König Artus ja auch. Er ist ja auch nur entrückt. Er ist ja nicht tot. Er ist nicht gestorben, sondern er lebt irgendwo in Avalon und wartet darauf, wiederzukommen. Ja, und dann da haben wir auch noch mal einen Vergleich zu diesen überkreuzten Beinen. Der wird so schnell nicht aufspringen mit seinen überkreuzten Beinen, ne? Aber dieser Herrscher hier, der springt sehr schnell auf, und zwar immer dann, wenn es darum geht, etwas zu verteidigen. Er hat eine Rüstung unter seinem prunkvollen Stimmt, ja. Gewand. Also er ist derjenige, der gerufen wird, wenn es gilt. Er fährt einen defensiven Kurs, aber er ist immer kampfbereit. Er ist immer bereit aufzuspringen. Und ich finde, das ist ja das, was wir so mit dem Widder gar nicht im ersten Moment verbinden, aber er ist sozusagen der Widder in Stein gefasst. Finde ich Ja. ein sehr schönes Bild, auch gerade weil Wade und Smith uns eben auch diesen steinernen, roh behauenen Thron präsentieren. Es ist kein ziselierter Thron, er ist nicht kostbar, sondern er ist so auch archaisch. Ne? So finde ich eigentlich ein ganz tolles Bild. Ja. Vergleichen wir es mit einer modernen Version. Die Lisa Stirl aus dem Modern Witch Tarot hat sich ja an das Wade Smith Tarot angelehnt, hat es aber, finde ich, durchaus neu kombiniert. Ja, Mal also da abgesehen sehen davon, dass wir eine Frau auf dem Thron sitzt. Ja. Schreck lass nach. Schreck Da lass sehen nach. wir im Hintergrund eine Stadt aufgebaut. Also genau das ist schon geschehen, was bei dem Herrscher von Wade Smith noch nicht geschehen ist. Sie hat einen roten Anzug an, anstelle eines roten Umhangs, also sehr schön dargestellt. Das Ankh bindet sie nochmal an das Ägyptische an. Ja, ich habe da immer noch so ein bisschen Probleme mit bei der Karte, weil ich jetzt sowohl die Herrscherin als auch den Herrscher als Frau dargestellt habe, und das sprengt so ein bisschen mein Sprachverständnis, glaube ich. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass der Herrscher auch als weibliche Person dargestellt wird, aber wozu habe ich dann noch eine Herrscherin? Das ist so ein bisschen schwierig für mich, und ich bin mit dem Transgender noch nicht so ganz durch, glaube ich. Ich muss da noch ein bisschen für mich das Umdenken. Ich finde, Tina stellt gerade eine interessante Frage, ob das Schwarz unter dem Thron nur Schatten sein soll, fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Ja, das hatte ich neulich auch in einem meiner Tarotkurse. Da fiel das auch einer Person auf. Und jetzt in dem Lisa Stirl Tarot ist das natürlich noch stärker betont als bei Wade Smith. Sagen wir mal so, ich denke nicht, dass sich die Pamela Coleman-Smith große Gedanken über diese Dunkelheit des Thrones gemacht hat. Sie hatte einfach viel zu wenig Zeit, diese Karten zu malen. Sie hat ja alle 78 Karten in 6 Monaten gemalt. Aber ich glaube schon, dass da diese Dunkelheit, das, was übersehen wird, vielleicht eine Rolle spielt, denn König Artus ist ja auch gestorben, ne? Und er wurde verraten, weil er für bestimmte Dinge einen blinden Fleck entwickelt hatte, nämlich für seinen Sohn Mordred. Aber Und das das ist doch könnte etwas sein. das Spannende ist doch, wenn man sich's mal überlegt,
Der einzige Ort, an dem, wo der Herrscher keinen Blick hat, ist unter seinen Thron. Also er kann sich überall hinwenden von seinem Sitz aus. Aber was er niemals sehen wird, ist, was unter seinem Thron geschieht. Also ich finde das schon eine interessante Symbolik, die mir jetzt gerade so einfällt. Ja, wie, was geschieht eigentlich? Was ist die Dunkelheit? Oder Tina erwähnt einen Geheimweg unter dem Thron. Ja, also da ist ein Geheimnis. Vielleicht ist das Dunkle, also mich erinnert es auch ehrlich gesagt immer auch an den schwarzen Würfel, den ich da drin sehen kann. Und der schwarze Kubus ist ja auch nochmal so ein Symbol, das in vielen, vielen Kulturen und Traditionen auftaucht. Man denke an die an Mekka und den schwarzen Würfel. Also da ist noch irgendwas Mysteriöses, ja, was der Herrscher nicht unmittelbar sieht, aber auf dem er sitzt. Und ich finde, was die Lisa Stern nochmal macht, sie nimmt die überkreuzten Beine nochmal auf, das wollte ich nochmal auch noch in, und der steinerne Thron, der sieht zwar steinern aus, aber er erinnert mich ein bisschen so, als ob er aus Glas wäre. Also er hat was auch sehr, ja, archaisches, aber grob behauenes, aber er wirkt nicht steinern. Also so ist zumindest mein Eindruck durch diese bläuliche Farbe. Ja. Bea hat jetzt auch noch mal auf andere Faktoren verwiesen, die ein bisschen früher zur Sprache kamen. Das stabile Sitzen, ja, das stimmt, man ist stabil, wenn man sitzt, ne, und eben nicht wackelig. Es kommt natürlich auf den Stuhl an. Und die Kugel, der Reichsapfel, wir haben auch noch nicht gesagt, dass es eigentlich auch Reichsapfel genannt wird. Da erinnert sie an die zwei der Stäbe, eine Karte, die wir jetzt hier nicht durchnehmen werden unbedingt, sei denn wir sitzen hier noch ein paar Jahre mit unserem Tarotkarten, Christopher. Ja, Tarotkarten ist zeitlos, Kirsten. Und ist eine interessante Idee, dieses mit dem auf sein Volk herunterschauen. Da hat Christoph ja auch schon gesagt, erhöhter Thron. Ich habe jetzt wieder dieses Lincoln-Denkmal vor Augen, wo man ja wirklich so hochschauen muss. Das ist sicher auch etwas, was damit zu tun hat. Ja, wir kommen langsam zum Ende entgegen. Wir wollen ja auch noch selbstverständlich nochmal Karten ziehen, ein Tarot ziehen. Deswegen, wir haben jetzt fast alles Wesentliche gesagt, aber ich habe nochmal zwei moderne Karten mitgebracht. Also zwei moderne, stimmt nicht. Ein altes und ein modernes. Das Ältere, da können wir einfach mal drüber hinweggehen. Du hast es genannt, es ist das Blanche. Blanche Tarot, genau. Blanche Tarot. Also eine Variante, die zwischen Marseille und Visconti sich bewegt. Einfach nochmal ein anderes Motiv, um zu sehen, dass die Karten halt wirklich immer ganz unterschiedlich interpretiert wurden und es gar nicht so ein durchgehendes Bild des Herrschers gibt. Und daneben haben wir die Karte wieder aus dem Röhrig-Tarot, das ich ja sehr mag. Und da haben wir eigentlich so einen Filmstar abgebildet, der Clark Gable sein könnte oder Cary Grant, finde ich. Ich finde ihn sehr attraktiv. Ich finde den Herrscher sonst nie attraktiv, aber den würde ich nehmen. Und ja, chacun son truc, sag ich immer. Ja, ja, chacun son truc. Und es ist ganz interessant, weil die Herrscherin bei Röhrig, die war ja, falls ihr euch entsinnt, sehr auf den Westen, auf Amerika gemünzt. Und hier haben wir eher so das alte Europa, was ja auch mal ein Thema war vor einigen Jahren in Diskussionen zwischen Amerika und Europa, falls ihr euch entsinnt. Und definitiv auch eine Anspielung auf die Königslilien Frankreichs, Fleur de Lille, du hast sie schon angesprochen. Ich finde den cool, mag den gerne. Pascal sieht Gary Cooper darin. Ja, könnte auch also sein. Es ist wahrscheinlich bewusst von Röhrig so gehalten, dass man, egal welchen Filmstar, hineinprojizieren kann. Mehr sage ich jetzt mal dazu nicht. Wir unterhalten uns da privat, weil du offensichtlich ein Problem mit einem meiner Lieblingsdecks hast. Eher mit den Schauspielern, die du darin siehst. Warum? Ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesen. Nun, wir wechseln in einen Bereich, wo ich mich besser auskenne. Noch zwei Decks einfach ganz kurz noch abgehandelt.
Natürlich wurde das Thema verschiedentlich aufgegriffen. Wir haben das Druidcraft auf der rechten Seite und auf der linken das von mir sehr hochgeschätzte Emmy Brady Tarot. Und ich überlege mir gerade, warum mag ich das Brady Tarot so gerne? Weil wahrscheinlich keine Menschen drin vorkommen und keine Filmschauspieler, sondern einfach nur Tiere. mit denen kann man nichts falsch machen. Das ist Gut, traurig, Christopher, ist sehr wirklich traurig, traurig. ich weiß, ja. Wie, da gab's mal der alte Mann im Wald oder sowas, der Mann im Wald, gab es da nicht mal sowas? So eine Wir können es Serie? einfach Christopher der Misanthrop nennen. Christoph der Misanthrop. Ja, auf Tiere ist Verlass. Ist das Menschen. so? Es ist so. Also außer auf den Herrscher natürlich, um wieder zum Thema zurückzukommen, denn der weiß, was er will. Wir sehen bei Emmy Brady sehen wir so einen Elchbullen, den sie auf die Spitze eines Berges gesetzt hat. Drunter sehen wir Widderschädel. Zu der Karte könnte man jetzt viel sagen. Ich möchte aber ein bisschen überlenken, jetzt, dass wir noch gerne eine Tarotkarte ziehen möchten. Das Druidcraft greift einfach auch nochmal den Hirsch auf, den Gehörnten auf. Auch hier sehen wir die gekreuzten Beine. Und es ist natürlich hier eher so ein Anführer, ein Lord, ein Chieftain, ein Häuptling, der dort zu sehen ist, der auf einem wie ein Megalith geformten Thron sitzt. Ja. Ja, und ich würde vorschlagen, liebe Kirsten, dass wir jetzt wieder euch da draußen, ich wechsle mal ganz kurz das Bild, euch da draußen die Möglichkeit geben, wieder jeweils zwischen mir und Kirsten oder zwischen Kirsten und mir zu entscheiden. Ich habe schon ganz royal mich zuerst genannt. Das Ich macht bin es nicht einfach. anders gewohnt. Das ist die Kleidung, Kirsten. Ich kann nichts dafür. Sobald ich Rot und Orange trage, werde ich zum Feuerelement. Ne? Das ist doch klar. Du bist zwar leopardenartig gekleidet, aber ja, scheinbar. Ja, also um mal Christopher hier abzuschneiden, weil sonst verhaspelt er sich und es ist ihm nachher dann peinlich, wenn er sich Ja, das Video genau. nochmal Vielen Dank, Kirsten, dass du anschaut. mich gerade rettest. Ich werde heute eine Karte passend zum Thema aus dem Game of Thrones Tarot ziehen, was der nette Christopher mir netterweise überlassen hat, weil er selbst damit nicht so viel anfangen konnte, wie er mir erklärt hat. Ja. Und ich Und ziehe heute aus dem Brady Tarot. Ja, ich weiß, ich habe Anfang was anders gesagt, aber ich habe mich dann kurzfristig umentschieden. Und ihr dürft euch jetzt zwischen Christopher und Kirsten entscheiden. einer Jetzt wollte ich schon sagen. Fantasy-Welt und einer Tierwelt. Jetzt wollte ich schon sagen, dass sich zwischen Christopher und mir entscheiden, Kirsten. Ich wollte Ja, nicht du sagen. bist wirklich, ich Ja. sage jetzt nichts mehr. Ich muss langsam meine orangefarbene Weste ausziehen, sonst Ja, nichts mehr ja. heute. Aber wofür ziehen wir denn jetzt eigentlich Karten, Christopher? Ihr dürft euch entscheiden, wie steht's um das Thema Herrschaft in eurem Leben? Habt ihr Kontrolle über eure 7 Sachen? Habt ihr Überblick? Was kann euch helfen, diesen Überblick zu bekommen? Ja, das wären jetzt so die Fragen. Was braucht ihr gerade, um ja, wieder Herrin oder Herrin eures Lebens zu werden? Wäre das eine gute Möglichkeit, Kirsten, so eine Frage zu Ja, stellen? ich habe auch schon eine Karte Ah gezogen. ja, du bist schneller als ich. Ich mache das jetzt Ja, du hast so auch. viel geredet. Ja. Meine Mutter hat immer früher gesagt, er hat Quasselwasser getrunken. So. Oh. So, entscheidet euch schnell. Und dann, Kirsten. Habe das Gefühl, die schlafen heute alle. Es ist so komisch, dass ich nicht sehen kann, wie viele online sind. Und Ja, aber ich glaube, sie ich bin schlafen. nervös. Ja, es macht Aber ihr nervös, ne? diskutiert und schreibt ja Wir haben immer sehr das. schön. Was hast du Christopher, gezogen, Kirsten? bin unschlüssig, nehme beide. One and only. Man weiß nicht, was sie meint. Ja, wer immer das ist. Danke, danke, Kirsten. Also ich Ja. habe gezogen die 10 der Wurzeln. Coole Karte. Wurzeln sind Stäbe oder Erde? Ist Erde. Also sind eigentlich die 10 der Münzen, wenn man so will.
Ja. Und was hast du gezogen? Ich habe gezogen den König der Schwerter. Wow, passend Und zum zwar scheint Thema. mir das der Winterking zu sein, wenn ich mir das genau ansehe. Ja, der König der Schwerter ist natürlich Ahnenkönig, ne? Wir sehen im Hintergrund Artus und ihn hier. Der König der Schwerter ist ja was, wovor die Leute in Game of Thrones Angst haben. Aber wenn ich richtig verstanden habe, hat der Martin ihn als ein Bild für das Klima genommen und für all das, was wir verdrängen, wenn wir in der König der Schwerter. Sehr schön. Also traditionell sagt der König der Schwerter halt, nutze deinen Verstand. Sei nicht davon überzeugt, dass alles, was du fühlst, das Richtige ist, sondern setze Logik ein in dem, was es für dich zu lösen gibt. Und versuche fair und gerecht und wenn möglich auch ein bisschen mit Abstand die Dinge zu betrachten. Das können wir in der jetzigen Lage, glaube ich, alle gut gebrauchen. Und sei aber bereit. Ich finde, es ist eine sehr herrschaftliche Karte. Jederzeit zuzuschlagen, wenn dir jemand zu nahe kommt und in dein Revier eindringt. Ja, und wer sich für mich entschieden hat, hat sich für die 10 der Wurzeln aus dem Brady-Tarot entschieden. Leider ist da viel Grün drinnen und da ich vor einer grünen Leinwand sitze, wird das hier so rausgefiltert. Aber ihr könnt erkennen, es ist eine sehr reichhaltige Karte. Da haben wir einen Baum, der mit den Wurzeln in die Erde hineinreicht. Da unten ist sogar eine Art Schädel noch zu sehen. Und in den Himmel hinauf, dort sitzen dann die Vögel in den Bäumen. Es ist die Karte, die mit Wealth, also mit, ich würde mal sagen, Wohlstand, Reichtum überschrieben ist. Und wir sehen dort eigentlich die Fülle des Lebens abgebildet. Also das heißt, aus dem Vollen schöpfend. Emmy Brady hat diese Karte ein Gateway genannt. Der Baum ist gewissermaßen der Baum des Lebens, dem wir uns öffnen. Und wenn wir uns sozusagen zwischen Himmel und Erde aufspannen selbst, dann können wir aus dem Vollen schöpfen. Wir sollten also uns nicht beschränken. Es sind so Hummingbirds, schreibt sie drumherum. Das sind, glaube ich, Kolibris in der Übersetzung. Und das Ganze spielt auf aztekische Mythen ab. Und bei den Azteken waren die Kolibris und Vögel oft Reinkarnationen von Kriegern. Und da haben wir vielleicht schon unseren Aspekt des Herrschers mit drinnen, ne? Also Widder, Krieger, aber hier bereits als Reinkarnation in eine andere Stufe. Also diese Krieger hier, die haben ihr Soll schon erfüllt und die leben nun sozusagen aus der Fülle heraus und sind bereit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Das wäre also mein Impuls aus dem Brady-Tarot für euch. Ja, liebe Kirsten, Christopher, ich es glaube, gäbe noch super viel über diese Karte zu sagen, wie ja, über alle total. Karten, aber ich denke, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Leute mitbekommen haben, dass Sommerzeit ist und einige deswegen das verschlafen haben und sich das dann später angucken, werden wir noch herausfinden. Ich habe das gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Mit der Sommerzeit. Ja, ich auch bin heute gut hochgekommen, aber ich denke, dass viele Menschen das nicht unbedingt getan haben. Ach, heutzutage im Zeitalter von Handys. Das muss dann schon jemand sein, der seinen Wecker noch mit einem Schlüssel aufzieht. Ja, wobei man einfach zu einer bestimmten Zeit, wenn man das Handy jetzt nicht anmacht, den Ja, Wecker stimmt schon. Aber am das. Sonntag vielleicht auch mal ausschläft. Aber was das Gute ist, ja, man kann sich's immer anschauen und es bleibt natürlich auch hier in der Mediathek auf alle Fälle drin. Ich würde vorschlagen, wir verabschieden uns von euch und wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag, einen hervorragenden Start in die Osterwoche und wir sehen und hören uns bald wieder. Denn Kirsten und ich, wir werden am kommenden Freitag nicht auf diesem Kanal, aber für den Tarot e.V. Ein kleines Feature machen. Kirstens berühmt-berüchtigte Live-Chats finden statt. Und zwar mit vielen illustren Gästen und eine davon darf ich sein. Und ich darf natürlich die schwere Bürde übernehmen, am Karfreitag dort zu sein. Kirsten, wann und wo wird das stattfinden? Ja, das wird stattfinden auf dem Kanal des Tarotverbandes hier auf Facebook.
aber auch auf YouTube. Und wir treffen uns um 9.30 Uhr am Karfreitag. Aber ich finde, gerade am Tag des Leidens kann man auch mal ein bisschen früher aufstehen. Selbstverständlich. Und ihr werdet dann erleben, wie Christopher gekreuzigt wird. Das wird sicher sehr interessant. Also zumindest wird das Thema Kreuz ein wichtiger Beitrag sein. Mal sehen, wer hier gekreuzigt wird. Und ich denke, ansonsten sehen wir uns im Tarotgarten wieder am In Datum weiß ich 14 nicht, Tagen. in In 14 14 Tagen. Also Sonntag in 14 Tagen. Tagen. Es wird gleich noch eingeblendet, damit ihr es noch sehen könnt. Und ich Genau, wünsche und euch. Ostersonntag werden wir ja was zur Astrologie machen, wenn ich Genau, mich. nächsten Sonntag gibt es was zur Astrologie. Genau. Und ansonsten Geheimnisakademie, Kirsten, Geheimnisakademie haben wir am Mittwoch wieder. Krafttier, Taube. Kirsten wird heute noch zu sehen sein. Mit Tarotkarten sind wahrscheinlich auf dem Kanal der Mantiker. 15:30 Uhr, stimmt das? Habe ich das richtig gelesen? 15 Uhr. 15 Uhr auf dem Kanal der Mantiker. Kirstens sehr beliebte Wochenlegung. Ganz Ja. genau. Und ich bin heute Abend auf dem Schwesterkanal der Geheimnisakademie unterwegs, Phönix Astrologie um 19 Uhr mit einem Mystery-Horoskop. Wer also da Lust hat, der sei dazu eingeladen. Und ansonsten, ihr wisst, wie ihr uns findet. Und in diesem Sinne, liebe Kirsten, vielen Dank für dein Dasein und das Dasein, genau. Dasein, Danke, dabei sein, hier dass es sein. mich gibt. Ja, es ist so schön, dass es dich gibt, Kirsten, dass es uns gibt. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Habt einen tollen Sonntag da draußen. Tschüss.